Servus. Okay, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Leute, ich muss mal jetzt Schluss machen. Meine Eltern stressen gerade ein bisschen. Wir können jetzt noch eine Aufnahme machen, okay? Ja, Und ja. Ja, ich lade die jetzt einfach mal hoch, okay? Ja. Hallo? Ja. Servus. Ja, servus. Ja, wir machen trotzdem weiter. Ja, logisch. Der findet uns dann schon. Einfach nach Norden. Haha. Oder irgendwo hin. So, ich habe jetzt 7 Wolle. Das, oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, dass ich ja Blubberblasen unter Wasser habe. Du Klaus, hier sind gerade relativ viele Schweine. Ich komme. Oh mein Gott, mein Leben. Nein! Boah, ich bin ja viel geschafft. Also, Luca, ich habe viel Clay. Nehmen wir hier den Crafting Table wieder mit. No. Bei mir lädt die Welt gerade übel nach, das sieht nicht schön aus. Wo bist du? Ja, ich bin hier hinten bei den süßen Schweinen. Hier sind auch Schweine. Boah, es sind. Ich habe jetzt 29 Schweine. Linden. Wo bist du? Ich komme zu dir. Ach, sehe dich. Komm, Luca, lass hier in die Richtung laufen. Boah, läuft gut, oder? Ja, läuft echt gut. Dumm, dumm. Oh, hier ist mehr. Wir können es am Meer bauen, weil dahinter ist dann gleich Wald. Können wir farmen gehen oder wir laufen geradeaus weiter. Zug, geschafft. Also wohin? Ich schaff's halt ernsthaft nicht. Du musst Doppelsprung. Ich weiß schon. Ja, Doppelsprint. Hä? Er macht bei mir nicht Doppelsprint. Es sieht so ein bisschen aus. Ich hab mein Hunger ist zu groß. Dann friss was. Brauchst du Steak? Ja. Ja, egal, komm, lass hier in Richtung Berg gehen, oder? Wollen wir hier anfangen, mal ein bisschen ein Haus zu bauen oder so, weil da haben wir einen Berg, den haben wir Wald, also und da. Ja, hier können wir schon mal so ein kleines Haus jetzt bauen, würde ich sagen. Hier oben, oder? Hier oben. Da haben wir mehr Überblick, würde ich sagen. Ja, stimmt. Wir können die Erde so ein bisschen abtragen und ein bisschen erweitern. Vor allem können wir 2 Eingänge machen, auch von unten, also von unten in den Berg rein. Mhm. Also ich habe schon viele Samen, dann können wir später ein Feld mit Brot bauen. Also wir haben schon so viel gefunden. In 20 Minuten Minecraft passiert so viel, vor allem zu dritt, findest du nicht? Ja. Nein. Werden die Sachen hier nicht so nass wie ein Besen? Ja. Gut. Luca, ich habe Kohle gefunden. Das ist gut. Jetzt können wir hier genau unser Haus bauen und da unten können wir dann raus und rein. Aus welchem Material möchten wir das bauen? Möchtest du es haben? Holz, oder? Ja, ich meine, davon haben wir richtig viel. Warte, bevor du anfängst. Baust hier, Klaus, wo ich bin. Ja, nee, weil ich wollte hier eigentlich so einen Mini-Eingang, weißt du, dass wir von unten. Nee, wir können das auch so verbinden, weißt du? Wir können auch ein großes Haus bauen.
Luca, tust dein dein Zeug auch noch in oben rein, dein Steak. Achso, ja. Okay, du machst schon Eisen, das ist gut. Okay, wir haben 43 rohe Steaks. Klaus? Hm? Findest du nicht, wir sollten, weil es ja Weihnachtsferien sind, irgendwas Weihnachtliches bauen? Ein Christbaum, wir müssen einen Christbaum bauen. Ja. Das ist das Minimum. Alter, wenn ihr dann so eine Wohnung haben, bauen wir einen kleinen Christbaum. Nein. So, jetzt. Hey, sieht, passt schon, das wollte ich jetzt hier noch bauen. Essen. Ich würde sagen, dass wir auch ziemlich früh anfangen mit dem, wie heißt das, mit der Ordnung, wie du sie machst. Du hast ja immer eine super geile Ordnung in Minecraft. Ja, ein Lager halt. Ja, und alles sortieren, weil nicht, dass wir das erst zu spät machen, weil das ist sonst eine Sauarbeit. Ja. Yay, ich stehe im Trockenen. Es ist auf jeden Fall schon richtig viel so ein Gerüst hier. Wir müssen da noch Sand und so holen. Hm. Ich muss sagen, Minecraft verliert irgendwie nie seinen Reiz, ne? Ich meine, egal, nee, wie oft man Zeit lang, eine Zeit lang haben wir beide auch mal gesagt, ja, langsam wird es ein bisschen, ja, du weißt schon, ne, und dann langweilig, ja. Ja, und jetzt wird es eigentlich nicht mehr so, jetzt ist eigentlich wieder ein bisschen mehr so. Jetzt ist es cool. Ja, dieser immer auch wieder ein bisschen. Oh nein. Enderman. Oh, nee, es regnet, dann kriegen die Schaden. Das ist natürlich sehr geil, dass ich in der ersten Folge jetzt gleich gestorben bin. Ja. Gehört auch dazu. Ja, leider. Aber dafür hast du dein Zeug wieder und. Ja, Gott sei Dank. Und ich bin gespannt, in wie viel Folgen es jetzt dauert, bis Dominik dann wieder dazukommt. So, in Folge 100 ist er dann wieder da. Genau, Folge 100. Dominik Special. Die Rückkehr des, in Klammern, Profis. Ja. Hier, wir haben schon eine Eingangstür, Luca, also hallo. Das ist natürlich Luxus. Das hat nicht jeder so eine Eingangstür. Und ich auch schon Gäste. Wir müssen mal so, wir brauchen so ein eigenes Hausschaf. Ein Hausschaf? Ah! Der Gast hat mich gerade von hinten gegrüßt. Zombie. Ja, der hat ein Gastgeschenk da gelassen. Oh, Fleisch. Ist aber abgelaufen. Oh nein, Spinne. Oh mein Gott, die ist über mir gespawnt, Luca.
Klaus Reaktion. Skelett. Komm, 1 gegen 1, ne? Komm. Ah, au. Ha. 2 zu 1. Hey, ich bin schon Erfahrungslevel 12. Oh mein Gott, wir brauchen einen Zaubertisch. Das ist echt, ich bin erst Level 6. Ich habe auch so viel Ei. Ich hole ja auch immer das Eisen aus dem Zeug raus, weil es gibt EP und so. Ja, noch haben. Dominik das vorhin aus dem Ofen geholt hätte, dein ganzes wertvolles Eisen hätte er die ganzen Punkte bekommen. Ja. Ne, das wäre natürlich dann auch kacke. Ja, weil er gar nicht da ist. Ne? Unpraktisch. Ja. Nein, mir fehlt ein Holz. Haben wir Setzlinge dabei? Von Bäumen? Ja, ich hab welche. Ich hab nur Slaplings. Ich hoffe, wir haben nicht so viel Essen, Luca. Echt? Das ist gut. Ich erweitere hier gerade die Plattform. Ah, ich habe 10 Birkensetzlinge. Ja, die habe ich hier hingeschmissen. Ah, danke. Ich baue die mal da hinten an. Oh, Creeper. Nein, oder? Ganz hinten. Ich hole mir den ganz locker. Ganz locker. Und ein Skelett. Das sind ja zwei tolle Freunde. Au. Nein, Creeper. Ja, und ein Zombie. Und ich habe schon wieder irgendwie... Oh, ich habe den Creeper gekriegt. Das Skelett macht gerade Probleme. Okay. Hab's. Oh mein Gott, ich habe 2 Leben verloren. Unpraktisch. Hast du das ganze Essen dabei? Ja, sorry. Nee, passt schon. Ich hab genug. Creeper. Und den nächsten, den hole ich mir auch noch. Wo stehe ich? Ja, Mann, ich habe 2 Creeper jetzt heute schon gekriegt. Boah, die sind voll cool drauf, die Creeper. Mhm, kein Schwarzpulver. Übel. Und ich habe 2 Pfeile bei mir. Unpraktisch. Was machen wir mit dem Schwarzpulver? Man kann eh nur TNT machen, oder? Und Tränke. Tränke, ja, ja. Tränke. Hey, wir haben 2 neue Bäume. Wundervoll. Warum ist es Nacht? Oh mein Gott, Luca, hier sind gerade 2 Zombies gespawnt. Ne, 3. Ein Zombie und 2 Spinnen. Ach komm, ich mach beide fertig. Heute nicht. Tja. Wir müssen hier ein bisschen mehr beleuchten. Hast du Fackeln da? Dass wir hier die Fläche schon mal ein bisschen grundsanieren. Ja, okay. Ach, der Eingang, der sieht ja hübsch aus. Ich habe schon 5 Ziegel, die ich nie brauchen werde. Höchstens, wenn wir halt mal irgendwas aus Ziegeln bauen wollen. Ja. Okay, ich glaube, es ist jetzt schon so weit ausgeleuchtet, dass hier nichts passieren wird. Luca, essen wolltest du, ne? Ich hab genug, keine Sorge. Alter, der Ton ist ja im Hintergrund extrem laut. Ich hab ihn vorhin leiser gemacht, weil der war mir eindeutig zu laut. 70 reicht. Ah, du hast gerade irgendwas hier kaputt geschlagen. Oh, Luca, da hinten sind 3, 4 Skelette. Zombies, Spinne. Ah, ich kann mir eigentlich mal meinen Bogen craften, den ich schon so lange erwarte. Ah ja, das ist gut. Ich muss sagen, ich spiele eigentlich gar nicht so viel mit Bogen. Der Bogen ist jetzt eigentlich eine Waffe, die ja bei mir nicht so oft in Verwendung ist. Okay. Weiß aber auch nicht warum. Hey, cool, Bogen fertig. Oh Mann. 5 Pfeile habe ich. Ich habe auch 2 Pfeile, glaube ich.
Ich züchte mal unter Bäume, ich komme heute. Nein, ich habe keinen Baum mehr. Siehst du das? Ja, es hat endlich aufgehört. Oh, da ist eine Spinne, ich hol mir die. Ja, gut. Oh mein Gott, wie kommt die mich so schnell hitten? Hallo, ich sehe da hinten Bambus. Den hol ich mir mal. Und Zombie. Weil Bambus können wir beliebig weit erweitern, vermehren. Oh, Zucker. Das heißt Zuckerrohr. Zuckerrohr, ja. Der Minecraft Flugscheißer. Heißt ja nicht Felix, oder? Ist halt wirklich so. Es sieht schon richtig cool aus hier. Im so im Hintergrund des Gebirge oder den kaputten Berg. Hier ist nochmal Zuckerrohr. Läuft, wir brauchen Bücher. Wir craften mal Leder. Shit, wir brauchen Kühe. Hatte ich schon den Traum vom Zaubertisch. Cool. Aber ich sehe schon, Survival ist hart. Wenn man so lang kreativ spielt. Ja. Tja. Torte ist Fleisch bräunig. Fäden brauche ich auch nicht. Ah, Zuckerrohr wollte ich anpflanzen. Pflanze ich hier am Rand. Kann man Zuckerrohr auf? Nein, kann man nur auf Sand bauen oder was? Nein, das muss am Wasser stehen. Ah. Ja, cool, jetzt haben wir so eine Mini-Zuckerrohrplantage. Soll ich dann schon mal anfangen, Weizen anzubauen, oder? Ja, wir hätten ja schon genügend. Dann baue ich einen Eimer und dann hole ich schnell Wasser und dann bauen wir hier unsere endlos Wasserquelle. Ich weiß gar nicht mehr, ob. Ich glaube, endlos Wasserquelle geht nicht mehr. Doch. Denkst du? Ja. Bin mir eigentlich ziemlich sicher eigentlich noch. Ich weiß es nicht mehr, ob's. Alter, brauchst du 9. Also. Nein, da brauchst du 2 Felder. Also, nee, insgesamt 4. Mach einfach 3x3. Was? 2x2. Ich probier das mal. Nee, 2x2 geht nicht. Ich glaube, das ist. Doch, das ging mal. Das ist schon bestimmt seit 1.2.5 draus. Wohin, Luca, damit? Ja, hier nicht. Das ich hier mal zu den Bäumen dahin, mal kurz. Also das, was ich hier gerade baue, das dient nur eigentlich nur als Oberfläche für, ich sag's mal... Erweiterung. Ja, für das Haus. Und weil hier unten eher als leer ist, können wir hier perfekt einen Keller reinbauen. Doch, Luca, endlos Wasser geht. Guck doch. Hier schon wieder 2 Kübel Wasser. Es geht. Ich hab's hier reingebaut, du darfst halt immer nur... Guck, Luca, warte, ich tu schnell einen Kübel weg. Guck. Luca, ja? Du gehst hier hin, musst warten, bis voll ist, dann kannst du den nächsten voll. Ich gebe dir mal einen Kübel Wasser. Dass es geht? Ich war mir ziemlich sicher, dass es nicht geht, aber okay. Luca, warte. Kübel, ja, ich tue es in die Chest. Halt, nee, wir können das Feld kurz anbauen, dann brauchen wir, was brauchen wir für diesen komischen Hole, diese Hoe? The Hole. Die Hoe, dem. So, weiter, ich würde sagen, wir bauen links von unserem Haus oder so. Vielleicht die Felder und alles, so zum Farmen. Gerne Mini-Teich. Schon, jetzt haben wir endlich mal einen sinnvollen Zweck für die Erde gefunden. Ja. Das ist ja in dem Spiel ziemlich schwer. Ja. Ich weiß noch, wie ich Kisten voll Erde hatte. Und die einfach am liebsten weggeschmissen hätte, weil mit der er sowieso nichts machen kann. Was ich schade finde, dass man keine endlos Lava-Quelle machen kann. Ja, stimmt schon. Sollen wir vielleicht mal patchen. Luca, deine 20-Minuten-Folge? Ja, die ist jetzt eigentlich auch rum. Ja, okay, also, bis zur nächsten Folge.